Im März 1095 erschienen byzantinische Gesandte auf dem Konzil in Piacenza. Hier wurde nach dem Skisma von 1054 über eine Kirchenunion verhandelt. Zugleich wurde mit einer Bedrohung durch die Muslime argumentiert. Die heiligen Stätten in Jerusalem sollten als emotionales Ziel befreit werden. Papst Urban II. Dürfte dieses Thema willkommen gewesen sein. Er stand in Konflikt mit Kaiser Heinrich IV., der mit Clemens III. Einen Gegenpapst aufgestellt hatte. Für Urban II. War es ein großer Erfolg, dass der Ostkaiser Alexios I. Komnenos sich gerade an ihn um Hilfe wandte. Für ihn als Oberhaupt der gesamten Kirche wäre eine Wiederherstellung der Kirchenunion verbunden mit einer Befreiung der orientalischen Christen und Kirchen inklusive einer Sicherung des Heiligen Landes der größte Triumph gewesen. Im Sommer 1095 begab sich Urban II. Nach Frankreich, wo er für Clermont ein Konzil einberief. In Vorgesprächen scheint es schon um die Aufstellung eines Ritterheeres gegangen zu sein. Am 18. November 1095 trat schließlich das Konzil in Clermont zusammen, bei dem es zuerst um Fragen der Kirchenreform ging. Es ging um die Laieninvestitur und Eheschließung von Geistlichen, gegen den Ämterkauf und um den Gottesfrieden. Nebenbei wurde König Philipp I. von Frankreich wegen seines ehebrecherischen Verhaltens exkommuniziert. Das traf erwartungsgemäß auch gegen Papst Clemens III. Insgesamt gab es 32 Tagesordnungspunkte.